Was? Hast du die Festplatte? Nee, du? Nee. Ey, denkst du, es ist scharf? Für das Experiment, oder? Was war aber, ich probier mal. Wow! Fuck! Ah! Ah! What? So, moin Leute, wie ihr es im Intro gesehen habt, machen wir heute mal einen richtig geilen chemischen Zaubertrick. Dafür brauchen wir, Alex, einmal destilliertes Wasser. Dann brauchen wir zwei Bechergläser. Wir brauchen eine Küchenwaage. Wir brauchen Wattepads. Kaliumthiocyanat. Das ist so weiß, blenden wir euch gerade nochmal ein. Und wir haben hier einmal Eisentrichlorid. Das ist so dunkelgrau, seht ihr jetzt auch nochmal schön. Und natürlich für den Trick brauchen wir am Ende noch ein stumpfes Messer, damit ihr euch nicht aufschlitzt. Hier nochmal zum Pausieren, damit ihr das Ganze nachmachen könnt. So Leute, fangen wir an. Dazu brauchen wir erstmal 1 Gramm von dem Kaliumthiocyanat. Das messen wir hier richtig geil ab mit der Haushaltswaage. Und jetzt muss da 1 Gramm rein, das ist immer ein bisschen tricky. Jawohl, auf Anhieb. Dazu kippen wir jetzt 100 Milliliter destilliertes Wasser. Perfekt. Nice. So, damit sich das Ganze hier gut löst, rühren wir es einfach ein paar Mal um. Fertig. Kommen wir zur zweiten Lösung. Und da kommen jetzt 3 Gramm von dem Eisentrichlorid rein. So. Und dazu kommen jetzt 90 Milliliter destilliertes Wasser. So, ihr seht schon, dass es richtig gesund aussieht. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Zaubertrick. Und dazu nehmen wir hier die Eisentrichlorid-Lösung. Tunken da ein bisschen was von dieser Watte rein. Kann auch ruhig ordentlich sein, dass es jetzt schön vollsaugt. So, ausdrücken, was rumfährt. Und jetzt schmiert ihr euch das schön ordentlich auf den Arm drauf. Am Anfang sieht man es natürlich noch, wenn ihr jetzt einen Trick machen würdet, wäre das geil. So, und jetzt kommt ihr zum eigentlichen Trick, nämlich wenn ihr das vorführt, könnt ihr dann einfach das Messer nehmen. Achtet bitte wirklich drauf, dass es stumpf ist, sonst schneidet ihr euch wirklich, das ist dann nämlich kein Trick mehr. Ihr wisst, was ich meine. So, und dann könnt ihr sagen, ihr habt hier die Lösung, das ist Spiritus, ihr desinfiziert euch, dass ihr keinen Syphilis kriegt oder was auch immer. Dann tunkt ihr das da rein. Und jetzt kommt nämlich der Trick. Sieht voll echt aus, gell? Ja. Guck mal, sieht voll geil aus. Sieht richtig echt aus, gell? Voll, als wäre es echt nicht gut. Es ist echt nicht gut! So, gucken wir uns mal kurz und knackig an, was passiert ist. Wir hatten ja unsere zwei Lösungen in den Bechergläsern. Alex hat dann die Lösung quasi auf seinem Arm zusammengebracht durch das Messer und dabei ist dieser rote Farbstoff entstanden. Was ist jetzt bei der Reaktion passiert? Wir haben Eisenkationen und die reagieren zusammen mit unseren Thiocyanat-Ionen. Dabei war aber auch noch Wasser, nämlich H2O ist jetzt in der Reaktionsgleichung, weil wir das vorher ja in Wasser aufgelöst haben. Man spricht dann auch davon, dass die Reaktion in einem wässrigen Milieu abgelaufen ist. Bei dieser ganzen Reaktion entsteht dann, Achtung, jetzt kommt ein langes Wort, ein Penta-Aqua-Thiocyanato-Ferrat 3-Komplex. Wow, okay, nehmen wir das Wort einfach mal auseinander. Das Penta-Aqua steht erstmal dafür, dass wir 5-mal Wasser drin haben. Dann unser Thiocyanato-Ferrat-Komplex kennen wir ja, das TCN. Und das Ferrat ist jetzt neu, aber ist eigentlich nur ein anderes Wort für Eisen. Und dieser harte, komische Namenskomplex hat eben die Eigenschaft, dass er genauso aussieht wie Blut. Und übrigens, Fun Fact, das Ganze wird echt oft im Theater oder in Filmen benutzt, weil ihr habt es gesehen. Scheiße, Mann, sah das echt aus. So Leute, probiert den ganzen Spaß doch mal daheim aus und verarscht eure Mitmenschen, weil das immer so lustig ist. Ansonsten klickt hier und zieht euch noch unsere anderen Experimente rein. Wir haben hier Sachen in die Luft gejagt, Schaum erzeugt und Alex aufgeschlitzt. Geil! Ansonsten schaut auf jeden Fall auf unseren privaten Instagram-Channels vorbei. Die findet ihr hier verlinkt. Einmal Alex_TSM und Nico_TSC. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ich schmier mir jetzt das Blut vom Arm. Bis dann. Ciao.